Ein selbstbewusster Blick. Der edle Zwirn sitzt und den Flirt mit dem Publikum, den kann er ab. Björn auf der Bühne. Voller Elan will der 20-Jährige zeigen, dass er es drauf hat als Model, trotz Querschnittslähmung. Zehn Stunden zuvor. In einem Modehaus wird Björn für die Show am Abend eingekleidet. Er hat im Internet von dem Wettbewerb erfahren und sich sofort beworben, weil er glaubt, dass er als Rollstuhlfahrer etwas Besonderes zu bieten hat. Ich glaube, man hat nicht so eine kühle Ausstrahlung für die Models, die auf dem Laufsteg laufen. Die sind doch immer ziemlich gestellt und ziemlich geradlinig. Und das ist, glaube ich, anders bei Rollstuhlfahrern. Beauties in Motion, der Schönheitswettbewerb für Rollstuhlfahrer, ist einzigartig in Deutschland. 11 Finalisten haben es aus 170 Bewerbern geschafft, zum Finale in Hannover. Am Nachmittag Generalprobe im alten Georgspalast. Kein steifes Gestarkste über den Laufsteg, hier geht's im Sitzen zur Sache. Erstmals in der dreijährigen Geschichte des Wettbewerbs gibt es eine richtige Choreografie. Und natürlich, auch ein professionelles Styling muss sein. Die Teilnehmer wollen schließlich etwas beweisen. Dass wir Power haben, dass wir genauso stark, sexy und schön sein können wie alle anderen und dass wir genauso Klamotten präsentieren können wie alle anderen Models auch. Eine halbe Stunde ist es jetzt noch bis zur Show und so langsam steigt auch bei Bürokaufmann Björn die Anspannung. Meine größte Angst ist natürlich, dass ich von der Bühne runterfalle, weil der Steg ist doch recht schmal und wenn man dann ins Publikum schaut, kann es natürlich immer passieren, dass man ein bisschen nah rankommt. Das wäre natürlich das Schlimmste. Damit das nicht passiert, ist sie da, Choreografin und Miss Deutschland Katrin Schwarz. Sie hat die Show der Gruppe vorbereitet und sich selbst auch. Ich habe mir vor einigen Wochen selbst einen Rollstuhl ausgeliehen, um einfach mal das Gefühl dafür zu kriegen, um auszuprobieren, was geht nicht. Die Bühne hier ist für 11 Rollstuhlfahrer doch relativ klein. Die Zeit, wir haben uns vorgestern erst kennengelernt, 2 Tage zum Proben, ist relativ wenig Zeit. Aber in dieser kurzen Zeit, denke ich, haben wir wirklich eine tolle Show auf die Räder gestellt. Und die kann sich sehen lassen. Allerdings nur kollisionsfreies Rollen. Das alleine reicht nicht. Eine Jury aus 6 Experten bewertet die Models. Dieses Zusammenspiel zwischen der Behinderung und dem Aussehen ergibt eine Gesamtkomposition. Und darauf gucke ich einfach. Björn sitzt seit einem Verkehrsunfall vor 2 Jahren im Rollstuhl. Die Faszination für Autos hat er trotzdem nicht verloren, wie er beim Interview mit der Moderatorin klar macht. Angenommen, es klappt mit der Modelkarriere. Für wen würdest du gern modeln? Für Automobilhersteller. Und? Unterwäschehersteller. Unterwäschehersteller? Na, ob dieser Hang zum vollen Körpereinsatz die Jury überzeugt? Kurz vor 11, Verkündung der Gewinner. Ja, der männliche Gewinner ist Patrick. Björn hat es nicht geschafft. Beauties in Motion 2006 sind der 26-jährige Patrick aus Köln und Caroline aus Mainz. Trotzdem enttäuscht es Björn nicht. Ich gönne es den beiden, ich finde es schön. Und die Hauptsache ist, dass ich die Natalie hier gefunden habe und ich bin glücklich. Richtig gehört, bei Björn und Mitkandidatin Natalie hat es gefunkt während der Vorbereitung zum Wettbewerb. Und das ist sicherlich der schönste Preis.